Liebe Leute draussen, oder die drinnen, muss ich eher sagen, sind ja meistens jetzt drinnen und zuschauen in der Stube, in der Küche, im Gang, vielleicht während dem Kind unterrichten oder versuchen Homeoffice zu machen. Ja, ganz eine spezielle, eigenartige, außergewöhnliche Situation, wo wir hier alle drin sind. Vielleicht hilft euch Musik auch so wie mir ab und zu. Gehört auch dazu momentan. Wünsch mir, dass wir gut verbunden sind, auch wenn wir Abstand haben. Dass wir uns die Hand können reichen, auch wenn wir sie einander nicht kennen. Dass wir Weitblick haben, auch wenn wir nicht mehr in die Weite reisen können. Dass wir aufeinander zugehen, auch wenn wir's gerade nicht können. Dass wir krank oder allein muss sein, das auch kann überstehen. Dass wir mehr als früher zeigen können, wir sind füreinander da. Dass wir Spiel und Spass können behalten, gleich wie es zeigen unsere Kinder. Weil auch Freude und Lachen ansteckend sind. Wünschen Eltern, die Kinder nerven, dass man die Nerven nicht verliert. Und denen, die sich sehnen, nacheinander, dass man sich auch spürt. Dass die, die sagen, dass es weitergeht und jetzt vollen Einsatz geben, dass wir zeigen, was wir an ihnen haben. Wünsch mir, dass wir berühren können, auch ohne es physisch zu tun. Dass der Virus von der Angst nicht umgeht. WC-Papier gibt's genug. Aber wichtig zu sehen, dass die Übertragung ins Dämmen jetzt drängt, weil die Anzahl Intensivstationen sonst nicht längt. Dass wir drum auch haben, bis Sonnenheit, um ernst das Ganze zu nehmen, einen Schritt zurück zu machen und eine sich regenerierende Natur eine Chance zu geben. Dass wir einen neuen Samen pflanzen können, erst recht weg der Problem. Und ich glaube, was man liebt, das stärkt sein Immunsystem. Vielleicht hilft uns halbleere Regal, dass wir mit Füllung sind und mal dort bescheidener werden, wo wir es übertrieben haben. Dass wir wieder an einem Strick ziehen und dass wir das Schwächste Mitgefühl bringt und für die Einsamen kann posten oder singt. Finanziell schaffet, wo jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Das Projekt zum Wohl von allen, vielleicht ganz genau jetzt entsteht. Wo in Lebendigkeit und Solidarität erblühen, jetzt könnt in Frühling hinein und gesunde mehr und mehr Spital verlassen. Wünsch mir, dass wir gut verbunden sind, auch wenn wir Abstand haben. Und dass wir uns die Hand können reichen, auch wenn wir sie uns zur Zeit nicht geben. Ja, ganz gute Gesundheit, bleiben wir verbunden und behalten auch trotz allem Ernst den Humor.